Hallo und herzlich willkommen zurück bei Maris Salon de Livre. Und ja, ihr habt tatsächlich richtig gelesen, es gibt für Mai eine Leseliste, eine Want-to-Read-Liste. Caroline und Listen, das ist ja eher so eine Hassliebe, beziehungsweise mehr Hass als Liebe. Listen sind für mich immer ein bisschen schwierig. Aber es gibt immer irgendwie eine Liste. Es gibt immer irgendwie Bücher, die am Radar sind. Natürlich die Rezensionsexemplare, die gelesen werden. Und deswegen kann ich auch eine Want-to-Read-Liste machen, die eher ein Vorschlag ist. Es gibt natürlich auch eine Want-to-Read-Liste für den April. Die war eher spontan, beziehungsweise spontan ist das falsche Wort. Die hat sich einfach ergeben. Die hat sich einfach so, puh. Deswegen schaut euch gern an, was im April so an Want-to-Reads auf meiner Liste war. Und jetzt im Mai gibt es das wieder, weil sich das einfach wieder so ergibt. Ich beginne natürlich mit den Rezensionsexemplaren. Schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren immer dazu. Kennt ihr die Bücher? Habt ihr sie gelesen? Haben sie euren Erwartungen entsprochen oder eben nicht? Das ist immer gern, auch wenn es nicht das war, was ihr gedacht habt und ihr sagt, na, das war eigentlich nichts, gerne in den Kommentaren, weil das ist der Austausch, der sich dann schön ergibt und dann kann man ja vielleicht seine Erwartungen runterschrauben und wird dann überrascht. Okay, Rezensionsexemplar Nummer 1, heiß ersehnt, und zwar von Rebecca Searle, Ein Sommer in Italien, erschienen im BDB Verlag. Übersetzt wurde das Buch von Judith Schwab und im Original heißt das Buch One Italian Summer. Rebecca Searle hat letztes Jahr in 5 Jahren herausgebracht und das hat mir ja wirklich gut gefallen. Es war nicht das Mega-Highlight, aber ich mochte diese ausgeglichene Geschichte, die sehr, sehr emotional war, die einen kleinen Teil an magischem Realismus hatte. Da bin ich eher feinfühlig, das mag ich nicht, wenn das zu sehr ist und zu üppig, da bin ich dann relativ schnell am Augenrollen und denke mir, na sicher nicht, ich bin zu realistisch für sowas, aber ich erhoffe mir was Ähnliches. Wir treffen hier auf Katie, die mit ihrer Mutter einen Aufenthalt in Positano plant und ihre Mutter verstirbt sehr plötzlich, noch sehr jung, und Katie weiß nicht, was sie jetzt tun soll mit dieser Reise und beschließt, sie anzutreten, allein. Und dort trifft sie scheinbar auf ihre junge Mutter. Ja, ich muss mich da überraschen lassen, was es mit dieser Erscheinung oder mit diesem Treffen mit ihrer Mutter hat, auf sich hat. Weiß ich nicht. Interessiert mich natürlich. Zweites Rezensionsexemplar für den Mai ist unser Monatsleserundenbuch von der Beate von Nerdlunch und der Lisa und mir. Mr. Wrong Number von Lynn Painter, erschienen im Goldmann Verlag. Hat den super schönen Buchschnitt, sehr Bonbonfarben, auch das Cover. Übersetzt wurde das Buch von Stephanie Retterbusch und im Original heißt das Buch auch Mr. Wrong Number. Es geht um Olivia, die die Liebesbriefe ihres Ex-Freunds verbrennen will und scheinbar das ganze Haus abfackelt. Also sie hat eine Pechsträhne. Sie zieht dann zu ihrem Bruder und lernt dessen besten Freund kennen. Es ist mir gleich, ich erwarte mir Witz, Humor, Rom-Com und am Ende, so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da hat es diese Herzchen, diese Bonbon, das war im Grunde genommen Traubenzucker wahrscheinlich, in Herzform geben, die man sich auf der Zunge zerlassen konnte. Und am Ende, sowas erwarte ich mir bei Mr. Wrong Number. Weiteres Buch auf meiner Liste ist das aktuelle Buch aus meinem Tirolia Buchabo. Ich versuche ja, das Buchabo habe ich für ein Jahr abgeschlossen und jeden zweiten Monat kommt ein individuell ausgesuchtes Buch an. Und ich möchte die immer lesen, bevor das neue Buch kommt. Und sie bekommen, also die Bücher kommen, also das erste war im Februar, jetzt im März und das nächste im Juni. Und bis dahin soll das dann schon gelesen sein. Und zwar Anna Woods mit Finding Paradise, weil ich dir vertraue. Erschienen im Everlove Verlag. Anna Woods ist deutschsprachig und deswegen keine Übersetzerin. Es geht um, wie heißt sie nochmal? Genau, Kim, die eigentlich mit ihrer Freundin auf Jeopardy Island ihren Urlaub verbringen wollte.
ich kann aus dem Ganzen nicht ersehen, ob das ein Reality-TV-Format ist oder ob das eine freiwillige Sache ist, die man macht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihre Freundin kann da nicht mit. Sie unternimmt die Reise dann aber allein und trifft dort auf Aiden. Und die zwei sind sehr unterschiedlich und müssen ein Gespann bilden. Ja, und es fliegen scheinbar die Fetzen, aber auch die Funken. Ich lasse mich da wirklich sehr, sehr gerne überraschen, weil ich nicht genau weiß, was mich erwarten wird. Aber die Verena wählt diese Bücher immer sehr individuell aus und mit ihrem Februarbuch, also mit dem ersten Buch, weil morgen ein neuer Tag beginnt von Rebecca Ryan, hat sie für mich die Punktlandung geschafft. Und dann bin ich deshalb sehr, sehr neugierig, was es da so sein wird. Die Want-to-Read-Liste für den April war mit 8 Büchern ja nicht ganz klein. Und ein einziges Buch ist von diesen 8 Büchern völlig ungelesen geblieben. Und das ziehe ich natürlich jetzt mit in den Mai. Und zwar von Didi Drobner, Was bei uns bleibt. Erschienen im Piper Verlag. Und es geht um Clara, das ist eine österreichische Geschichte, die als Patronenfrau in einer Fabrik gearbeitet hat und dort einiges erlebt hat. 1944 wurde sie dort eingezogen, ganz, ganz viele Frauen wurden verdonnert, in Fabriken zu arbeiten. Und all das, was sie erlebt hat, scheint in die Generationen weiterzuwirken. Und auch auf ihren Enkel. Und das findet sie irgendwie, ich glaube, einfach nicht okay und erzählt ihre Geschichte. Das habe ich von Beate geschenkt bekommen. Sie ist sehr, sehr begeistert von der Geschichte. Bei mir ist es auf der 12 Books in 12 Months Liste, also muss es gelesen werden. Und auch noch auf der 2023 Pick My Sub Liste von der Beate, das sie natürlich herausgesucht hat. Und deswegen ziehe ich es jetzt mit so lange, bis es gelesen ist. Hoffentlich im Mai. Currently Reading habe ich ein Buch aus dieser Want-to-Read-Liste, und zwar den Gewinner vom Community Pick My Sub-Voting April, und zwar Catherine Snow, Akademie im Niemals, erschienen im Book HP Verlag. Ich bin noch nicht so weit, erst bei knapp 60 Seiten. Es geht um eine junge Frau, die in dieser Akademie im Niemals landet, nicht wirklich freiwillig oder sie findet es nicht überragend, und sie muss dann auch eine Entscheidung treffen. Interessantes Setting. Ich muss mich noch ein wenig einfinden, liegt aber hauptsächlich daran, dass ich im Moment mit Fantasy vielleicht nicht unbedingt so warm werde, aber ja, ich nehme es jetzt mit, weil angefangen und lese im Monat Mai dann. Natürlich gibt es auch ein Pick My Sub Community Voting für den Mai, das läuft noch bis 30. April 23.59 Uhr. Ich verlinke euch unten in der Infobox auf jeden Fall den Beitrag. Votet, nutzt eure Stimme. Wählen ist ein Recht und keine Pflicht. Und im Moment, das sage ich jetzt dazu, im Moment führt ein Buch, und zwar von Carsten Henn, das Apfelblütenfest, erschienen bei Piper. Und es geht da um Jules, der, das Ganze spielt in der Normandie, seine Mutter verliert in sehr jungen Jahren, und sein Vater, ich glaube, der zerbricht fast an dieser neuen Situation. Jules ritzt scheinbar in einen alten Baum eine Stellenanzeige für eine Haushälterin. Ich glaube, es ist eine Haushälterin. Haushälterin für meinen Vater dringend gesucht. 25 Jahre später kommt eine junge Frau und bewirbt sich auf diese Stelle, die es ja nicht mehr gibt. Jules ist inzwischen erwachsen, leitet diese Farm bzw. diesen Bauernhof, wo Calvados und Cidre hergestellt wird. Ja, und dann hat er diese junge Frau. Ausgangssituation finde ich grandios, finde ich total süß, nett, und deshalb freue ich mich schon drauf. Und mal schauen, wer dann tatsächlich gewinnt, wird im Mai dann bekannt gegeben. Rache des Sub im April hat eine Überraschung gebracht. Ich verlinke euch gern meine Rache des Sub für den April. Ich dachte, ich hätte alle meine Bücher, die von Vi Keeland und Penelope Ward hier bei mir eingezogen sind, auch gelesen. Es gibt eine klitzekleine Reihe, die beim Lux Verlag in diesem kleinen Format erschienen ist. Und zwar ist es, ich glaube, die Second Chances Reihe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist Teil 2 von Vi Keeland, Penelope Ward, One More Promise, erschienen im Lux Verlag. Übersetzt wurde es von Janine Malz, und im Original heißt das Buch Stuck Up Suit.
Okay, nicht wirklich neu. Wir haben hier einen CEO, der attraktiv ist und nicht arm, sonst wäre er. Und die Frau, die er da trifft, Soraya, ist so ganz anders wie alle anderen. Normalerweise sind alle so, je, will ich haben den Mann und so weiter. Und sie sagt, nö. Sie verweigert sich mehr oder weniger, beziehungsweise will einfach nicht unbedingt eine Beziehung mit ihm haben. Aber ja, wird sicherlich humorvoll sein. Es ist kein sehr dickes Buch. Ich freue mich, dass ich was von dem Duo noch zu Hause habe und lesen kann. Und das wird im Mai nicht lang auf dem Sub liegen. Das letzte Buch, das auf dieser Subliste, auf dieser Want-to-Read-Liste landet, kann ich euch noch nicht zeigen, weil es erst auf dem Weg zu mir ist. Ich blende es euch ein, und zwar, es ist ein Buch, das in den letzten 3-4 Monaten ständig irgendwo aufgetaucht ist. Anscheinend sehr erfolgreich im englischsprachigen Raum bereits. Und ich habe den Klappentext gelesen oder die Inhaltsangabe und fand sie überwältigend. Dann habe ich es wieder vergessen, habe den Klappentext noch einmal gelesen und fand es überwältigend, aber überfordernd. Und habe dann eine Sonderausgabe bei der Bücherbüchse gesehen, die wirklich, wirklich grandios ist. Die ist richtig schön. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil der Klappentext mich immer noch überwältigt hat. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, wenn das Buch dann da ist, schauen wir mal. Jetzt hat es eine Aktion gegeben bei der Blogger-Jury. Die Blogger-Jury ist für Bloggerinnen da, Rezensenten da, und man kann, die bieten hin und wieder Bücher an, wo man sich bewerben kann. Ich bewerbe mich da nicht sehr häufig, habe es auch noch nicht oft geschafft, ist ja okay, aber da habe ich jetzt die Zusage gekriegt und das war so richtig. Die Leo von Dunkelbunte Träume hat auch eine Zusage gekriegt und wir werden versuchen, diesen Wälzer von 740 Seiten gemeinsam zu lesen. Ich rede von Babel von R.F. Kuang, erschienen im Eichborn Verlag, und ich würde jetzt wirklich locker 10 Euro wetten, und ich wette nie, dass ich in meinen Regalen, egal ob gelesen oder nicht gelesen, kein Buch vom Eichborn Verlag habe. Übersetzt wurde dieses Buch von Heide Frank und Alexandra Jordan. Und Dennis Scheck, ich bin kein Fan von Dennis Scheck, sagt aber, das Aufregendste im Fantasy-Genre seit Harry Potter. Ich lese euch da den Klappentext vor, weil er recht umfangreich ist, aber ihr wisst dann, warum es mich so überwältigt hat. 1828. Robin Swift, den ein Choleraausbruch im chinesischen Kanton als Waisenjungen zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er das Königliche Institut für Übersetzung der Universität Oxford, auch bekannt als Babel, aufgenommen werden soll. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an dem Ort zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerk. Die Kunst, die in der Übersetzung verloren gegangenen Bedeutung mit Hilfe von verzauberten Silberbarren zu manifestieren, hat die Briten zu unvergleichlichem Einfluss gebracht. Dank dieser besonderen Magie hat das Empire große Teile der Welt kolonisiert. Für Robin ist Oxford eine Utopie, die dem Streben nach Wissen gewidmet ist. Doch Wissen gehorcht Macht, und als chinesischer Junge, der in Großbritannien aufgewachsen ist, erkennt Robin, dass es Verrat an seinem Mutterland bedeutet, Babel zu dienen. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und dem zwielichtigen Hermesbund, eine Organisation, die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden. Aber kann ein Student gegen ein Imperium bestehen? Klar, warum das überwältigend ist. Die Inhaltsangabe ist schon mächtig. 740 Seiten, mächtig. Und dennoch, da steht noch dazu, der spektakuläre Roman der preisgekrönten Autorin Rebecca F. Kuang über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstands. Das scheint eine sehr komplexe Geschichte zu sein, eine sehr verwobene Geschichte. Und
das klingt wahnsinnig interessant, vielschichtig, und deshalb bin ich ehrlich gesagt, ich bin total froh, dass ich das Buch zugesprochen, also zuerkannt bekommen habe. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Das war meine Want-to-Read-Liste für den Mai. Es waren 7 Bücher, wenn es mich nicht täuscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Bücher. Wobei natürlich Babel mit über 700 Seiten dann schon ein Statement ist. Egal. Welche Liste landen bei euch auf der Want-to-Read-Liste? Habt ihr überhaupt eine Liste? Also wie gesagt, diese Liste ist ja eher so ein Vorschlag. Schauen wir mal, ob ich mich dran halten kann. Es werden immer wieder Bücher geben, die dazwischen schießen und so. Habe ja jede Menge Neuzugänge im April, also an dem wird es auch nicht scheitern. Und schreibt mir das gerne in den Kommentaren, welche Bücher ihr jetzt im Mai lesen möchtet. Gibt es ein paar Neuerscheinungen, wo ihr sagt, oh, auf das freue ich mich, auf das, wenn das da ist, möchte ich sofort in die Hand nehmen und lesen. Macht es uns neugierig, würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche, lasst es euch gut gehen und vor allem sucht euch guten Lesestoff. Bis bald!